Guten Morgen zusammen. Mir geht's wieder besser und wir sind jetzt gerade auf dem Weg zur Bernd-Therese-Rey. Oder ich bin auf dem Weg, der Fahrer hat mich ja hingebracht. Was total seltsam war, weil wir zwischendurch von der Polizei angehalten worden sind, die von dem Fahrer 5 Dollar wollten, der aber nichts hat und das bei mir leihen wollte. Und ich so. Und dann hat die Polizei nachher gesagt, ja okay, könnt weiterfahren. Und ja, jetzt bin ich hier und gucke mir den Tempel an. Das ist total seltsam. Ja, zwischendurch konnte ich halt nicht filmen, es war zu laut. Und deswegen habe ich gesagt, mache ich das jetzt einfach mal hier. Ja, gerade dann noch die Ticketkontrolle passiert. Und jetzt halt auf dem Weg zu dem Tempel. Das ist auch mein einziger Tempel. Und ich bin am überlegen, ob ich auch den Fahrer wechsle, weil ich das echt sehr seltsam finde. Und ja, mal gucken, ob ich sonst für morgen mir einen anderen Fahrer nehme. Ja, ansonsten habe ich halt irgendwie die ganze Nacht durchgepennt von 8 Uhr abends bis heute Morgen um 7, weil ich so fertig war. Ihr habt das ja in dem letzten Video gesehen, was ich gemacht habe. Und dafür geht es mir heute wieder richtig gut. Ich hoffe, ich kriege heute nicht schon wieder einen Hitzeschlag. Ja, ansonsten bin ich halt am überlegen, was ich jetzt so die Tage noch mache an Tempeln. Weil stehen ja noch einige an. Samstag und Sonntag habe ich gedacht, da ist eh immer super viel los bei den Tempeln. Da mache ich 2 relaxte Pooltage. Das ist gerade richtig cool, weil ich wollte extra mein Tuch rausholen, um das um die Beine zu binden, weil man soll ja über Knie. Und dann schrien die sofort, nein, nein, ist okay, die Hose brauchst du nicht machen. War total cool. Jetzt kann ich also ohne Tuch hier rumlaufen, weil das ist auch schon mit kurzer Sweatshirtjacke drüber auch echt warm. Aber ich glaube, das ist nicht so heiß wie gestern. Gestern war echt abnormal. Ja, und jetzt, das soll halt einer der best aufgebautesten Tempel noch sein im Originalzustand. Ich zeig euch mal was. Das Coole ist halt auch, dass Bernd Therese-Rey so ein bisschen im Dschungel gelegen ist. Da kann man bestimmt noch ein bisschen weiter reingehen. Aber ich gehe jetzt mal zum Botanischen Garten. Es sieht schon cool aus. Ich bin schon ein bisschen traurig, dass ich das Ziplining im Dschungel nicht machen konnte. So, aber ich hoffe, dass die Quad-Tour halt einfach gut wird. Und dann gucke ich mir das halt an. Ich bin mal wieder zur rechten Zeit gekommen, weil die Chinesen und Koreaner überfluten hier gerade das Gelände. Ich habe gerade schon beim Tempel einen am liebsten mit der Kamera erschlagen, weil er da die ganze Zeit immer an den Stellen, wo ich hin wollte, sich mit seinen 2 Frauen da irgendwie hingestellt hat, die ganze Zeit Fotos gemacht hat. Boah, war das nervig. Vor allem, wenn man einfach nur mal Fotos von den Gebäuden machen möchte und nicht von sich. Aber ich bin so froh, rauszugehen. Gott, nervig. Aber ich hatte mal wieder Glück. Und das, obwohl ich um 7:30 erst losgefahren bin. Und wir waren, glaube ich, 1 Stunde unterwegs. Ja, aber ab 10
ist hier Halligalli mit den Chinesen. Also wer sich das Spektakel angucken möchte, muss halt einfach ein bisschen später kommen. Dann ist alles überflutet, dann sieht man außer Tempel nur noch Chinesen. Auch interessant, aber wollte ich jetzt nicht haben. Ja, ich mache mich jetzt wieder auf den Rückweg und blende vielleicht nachher hier einfach noch mal ein paar Bilder oder ein kleines Video von dem Weg ein, weil so die Landschaft ist echt schön auf dem Weg. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns, falls ich heute Abend noch was unternehme, heute Abend, ansonsten morgen. Also bis dann, ciao!